Hallo liebe Paddleboardler, wie versprochen, hier nun das Bremer Klang Demo des Pedals KLNPRFJRY. Kein Blödsinn, so heißt es tatsächlich. Ich habe es mir extra notiert. Und zwar steckt hinter diesem relativ skurrilen Namen drei Pedale in einem Gehäuse, also 3 in 1. Links sehen wir die Version von Lars Eilert, seinem Clone Center. In der Mitte sehen wir den Prince of Tone und rechts sehen wir Jan Ray Boost. Ja, drei ziemlich legendäre Knaller am Start hier in einem Gehäuse. Dazu finde ich ziemlich spannend, dass die Größe des Gehäuses, ja, die des originalen Clone Centers entspricht. Also spart man eine Menge auf dem Pedalboard. Bremer Klang versteht sich als Hobbyist. Dementsprechend selten und rar sind die Pedale da draußen gesehen. Dieses hier ist leider nur in der Stückzahl 1 von 1. Erschienen, denn er hat es ursprünglich für sich selber gebaut. Skurrilerweise ist es trotzdem bei mir gelandet. Und skurrilerweise möchte die Gruppe trotzdem, also Teil der Gruppe, einige gerne ein Demo haben. Dem sei es drum, vorhin habe ich auf meinem Dito X2 Looper mit dem Beat Buddy zusammen, ist ein Stereo Looper, und dem Stingray Bass, Music Man Bass meines Vaters, MK1, seinerzeit stolz von der Frankfurter Musikmesse mitgebracht. Stolz deshalb, weil es der erste oder die erste aktive Klangregelung in einem Serienmodell verbauten Bass war. Jawohl, damals eine Weltneuheit und unheimlich was los auf der Messe deshalb. Ja, schönes Ding, alles noch original gewesen. Hier jetzt hört man, los geht das mit dem Bremer Klang. Und zwar genau in dieser Einstellung des Clone Centers, nur mit dem Clone Center. Genau so habe ich es eingespielt, ja, und dem Stingray Bass. Los geht das, jetzt. Thank you.
Thank you.
bis morgen früh so weitermachen. Kein Thema. Super geiles Pedal, Lars. Echt. Ich bin so froh, dass ich es gekauft habe. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ja, er hält bei mir einen Ehrenplatz. Ciao, ihr Lieben. Seid gegrüßt, Pedalboardler. Ciao.